Ich habe auch ganz neue Gefühle entwickelt in den letzten Jahren. Ich habe ein Gefühl, dafür habe ich noch keinen richtigen Namen, aber vielleicht kennt ihr das auch, das ist so eine Mischung aus Wutschnauben und Seufzen. So ein Schnaubseufzer ist er. Weißt du, wenn ich sowas gelesen habe in der Zeitung, irgendwie so, trotz Lockdown, illegale Party mit 400 Leuten, ich so, die Arschgeigen, da wäre ich gern dabei gewesen. Und wenn ich jetzt lese, Deutsche machen immer mehr Fernreisen. Oh, die Klimakiller, ich will auch noch Mauritius. Oder kürzlich im Express gelesen, schwule Sexparty im Vatikan. Ich so, oh. Nein, Scherz. Sexparty im Vatikan, da will ich gar nicht dabei sein. Da komme ich gar nicht rein, Freunde. Dafür bin ich 30 Jahre zu alt. Komm. Nee, bei solchen Witzen bitte nicht. Oh, 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 oh. Ihr wisst genau, dass es stimmt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, der Verbrecher steht nicht auf der Bühne, der steht am Altar. Das ist das Problem. So, es ist, ja. Bitte, ich meine, wir sind hier in Köln. Wir haben Kardinal Wölki. Kardinal Wölki, das olle Trümmer-Tupeder. Welchen Teil von verpiss dich hat der eigentlich nicht verstanden? Ganz im Ernst. Es tut mir leid. Ich muss, bevor Fragen aufkommen, ich respektiere Katholiken total. Ich liebe Katholiken, ich habe vollen Respekt davor, ich habe keinen Respekt vorm Klerus. Ganz im Ernst, wenn mir ein katholischer Geistlicher nochmal was vom Moral erzählt, könnte sein, dass mir vor Lachen drei Missbrauchsgutachten aus dem Pulli fallen. Ganz im Ernst, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Viele Leute versuchen ja jetzt auch immer alles positiv zu sehen und so. Bin ja auch sofort dabei, bin wirklich auch Optimist durch und durch. Aber eine Bitte habe ich. Jetzt, wo der ganze Pandemie-Kack vorbei ist, können wir bitte alle wieder aufhören, uns Urlaub in Deutschland schön zu reden. Es reicht. Nee, ich weiß. Ach Gott, es gibt so schöne Ecken in Deutschland. Ach Gott, die Ecken. Also die Geraden nicht so, aber die Ecken, wenn ich noch einmal in die Pfalz fahren muss, ich kotze. Wirklich, ich kann nicht mehr. Das war doch nur überkompensiert, weil wir sonst nirgendwo hin konnten. Ja? Ich weiß, habt ihr auch so Freunde, die da sowas gesagt haben, wie so, Safari in Südafrika, gut und schön. Aber kennt ihr schon das Wildschweingehege in Dünnwald? Hör doch auf, da. Hör doch auf. Nur überkompensiert. Das ist wie wenn sie dir mit 4 Promille den Lappen wegnehmen und du sagst, ach, ich wollte mich sowieso viel mehr bewegen. Ach, morgens 12 Kilometer an der Bundesstraße ins Büro latschen, ist genau meine Welt. Kriege ich meine Schritte voll, toll. Ein Kumpel von mir hat's echt übertrieben. Wir haben über Urlaub in den USA gesprochen und irgendwann sagt er so, ja, Grand Canyon, aber wart ihr schon mal an der Mosel? Ja, Freunde, ich war schon mal an der Mosel. Wer war schon mal an der Mosel? Bitte mal Hand hoch. Wer war schon mal an der Mosel? Ja, okay, alles klar, gut. Ah, yay. Wer die Mosel nicht kennt, ich erkläre es euch kurz. In Cochem hocken 80.000 Holländer und schütten sich Erdnusssoße auf ihr Bechamel-Schnitzel. Und in Traben-Trarbach sitzen der Helmut und die Anneliese und gießen sich lieblichen Riesling hinter die Binde, bis die Hühneraugen platzen. Das ist die Mosel, Freunde. Viel Spaß an der Mosel. Ich habe da eine Radtour gemacht. Habt ihr das auch mal gemacht? Radtour an der Mosel? Ja. Wunderschön. Ja, irgendjemand? Radtour an der Mosel? Wunderschön, mach ich nie wieder. Nee, wunderschöne Gegend, aber alle 3 Sekunden wirst du von so einem übermotivierten Schwabenrentner auf seinem E-Bike überholt, der dich auch noch so kackdreist angrinst, so hopp, hopp, nicht einschlafe. Ich kotze. Weißt du, Funktionswäsche von Kopf bis Fuß, aber das Einzige, was schwitzt, ist der Bosch-Motor am Tretlager. Ich kotze, Freunde. So. Nein, wir haben auch Urlaub in Deutschland gemacht, natürlich. Wir waren sogar im Saarland, wie verzweifelt kann man sein?